Die Wissenschaftlerin Vivian hat uns darum gebeten, in der Traumbrache das Item Traumdons zu finden. Dafür müssen wir das Pokémon Somniarm finden, welches den Traumdons ausstößt, wenn es gut geschlafen hat. Ja, hoffentlich werden wir dieses Pokémon nicht aufwecken. Ach ja, stimmt. Wir haben in der letzten Folge von Vivian die VM Zerschneider bekommen, als Geschenk von Professorin Esche. Das bedeutet, wir können diese Attacke jetzt auch einsetzen, da wir ja den ersten Arenaleiter bekämpft und besiegt haben. Das bedeutet wiederum, Magelotz wird die Zerschneider-Attacke erlernen. Nice, komm schon Supporter, mach uns den Weg frei! Der Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Ja, ich möchte. Als ob ich hier mit dem Baum sprechen tue. Yo, Bell, was geht? Oh, Kansha, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Ich will es als erstes haben. Bell, Bell, typisch Bell. Ich frage mich immer noch, wie es möglich sein soll, jemandem Träume zu zeigen. Was war das denn für ein Geräusch? Du, hast du auch gerade diese Geräusche hinter der Wand gehört? Lass uns nachsehen gehen. Auf jeden. Da bist du ja, Somniarm. Hä? Warte doch! Oh yeah! Wen haben wir denn da? Da haben wir ja ein Somniarm. Los! Stoß schnell deinen Traumdons aus! Hilfe! Moment mal! Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Diesen Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma. Was wir hier machen? Die Pokémon Somniarm und Somnivora stoßen den sogenannten Traumdonst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdonst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Batsch, ey, übertreib doch nicht. Heftiger Kerl, wenn ich jetzt im Spiel wäre, ich würde ihn so auseinandernehmen. Hey, wird's bald mit dem Traumdunst? Tretet ihr das Pokémon etwa, damit es den Traumdunst absondert? Wie grausam! Wieso tut ihr sowas? Ihr seid doch auch Trainer! So ist es. Wir sind auch Pokémon-Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wie befreien wir die Pokémon? Indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern dann ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir auch euren Pokémon die Freiheit schenken. Boah, Kansha, Hilfe! Alles Klärchen, alles Klärchen. Na, wenn ich dann nicht ins Spiel reinspringen kann, dann kämpfe ich so gegen dich. Alles Klärchen, Rüpel. So, ich mach dich fix und fertig. Nagelotz? Aus Trotz. Komm schon, Malte. Du bist auf jeden Fall am Start. Ein Eschan. Direkt. Vielleicht gibt es ja auch eine Verbrennung. Grillmark ist auch ziemlich sauer. Nix los, Grillmark. Wow, ein Volltreffer. 18 Kraftpunkte. Das war jetzt wirklich heftig. Einen weiteren Volltreffer würden wir tatsächlich noch aushalten. Heftig. Biss? Okay, Malte. Mach es fertig. Den Typen würde ich mir schon sehr gerne persönlich vorknüpfen, aber das geht nicht. Sehr schön, gut gemacht, Grillmark. Team Plasma, was wird jetzt aus unserem Traum? Haha, träum weiter. Hast du den Kampf gegen ein Kind auf die leichte Schulter genommen? Wie dem auch sei, jetzt komme ich. Oh oh. Grillmark, wie geht es dir gerade? Alleine schon, das Intro von Team Plasma. Okay, alles Klärchen. Pelilu? Muss ich Grillmark rausnehmen? Ja, ich muss Grillmark rausnehmen, definitiv. Rüber zu Otaro. Stimmt, ich glaube, in diesem Part werde ich wieder mehr mit Otaro kämpfen, weil wir im letzten Part mehr mit Grillmark gekämpft hatten. Zuschuss? Haha, fehlgeschlagen. Okay, Otaro, jetzt geht die Post ab. Ha, schon wieder fehlgeschlagen. Was machst du denn da auch, du Trainerin, du? Noch einmal, komm schon, Arlan, komm schon. Kratzer, ach. Das kratzt mich nicht. Weiter geht's mit der Aquaknarre.
Und Badge, das war's. Sehr gut. Team Plasma aus unserem Traum ist ein Albtraum geworden. Korrekt. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren, aber wir brauchen diesen Traumdunst unbedingt. Hatscha, Butcha. Wird's bald, stößt du wohl endlich den Traumdunst aus. Hör schon auf. Wow, was war das denn? Ist es? Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Hä? Schon wieder? Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entwürdigenden Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet, dann mache ich euch fertig. Das ist nicht der Gesis, der seine Anhänger um sich schart oder mit beschönigten Reden die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Gesis, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Wie wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Wow. Die Mutter? Was war denn das gerade? Dieser Gesis ist mal da, mal dort. Der eben war doch nicht echt, oder? War das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon. Wow. Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somnivora? Tja. Tja. Oh, da ist ja was. Ist das der Traumdunst? Was ist hier passiert? Oh, Vivien. Also das, da war zuerst das Somniarm, aber dann kam Team Plasma und... Und dann kam plötzlich das Somnivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann... Verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somniarm, weißt du? Und als es merkte, dass das Somniarm in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeiten eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Einen Traum, der das Somniarm rettet. Oh, einen Moment mal. Hip hip. Ist das etwa der Traumdunst? Damit kann ich meine Forschung vollenden. Kommt doch nachher bei mir daheim vorbei. Ja, wird gemacht. Puh, das war vielleicht ein Tumulto. Hansha, warum schaust du nicht bei Vivien vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von eben suchen gehen. Ist kein Problem, Bell. Doch vorher möchte ich selbst ein wenig hunten. Hier kann man die Pokémon Nagelotz, Elilu und Somniarm fangen. Und ich würde schon sehr, sehr gerne Somniarm fangen, ne? Doch, doch, das würde ich tatsächlich gerne tun. Rüber zu Otaru. Dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt suchen. Ich werde jetzt mit euch gemeinsam so zwei, dreimal suchen. Oh, das Item Pokéball. Und falls ich merke, dass das ziemlich in die Länge gehen wird, werde ich dann einen Cut machen und ich werde ab der Stelle wieder anfangen aufzunehmen, wo ein Somniarm uns entgegenkommt. Okay, Nagelotz. Ja, also am liebsten würde ich hier auch jetzt kämpfen. So würde ich Otaru trainieren. Aber das mache ich dann im Privaten. Das mache ich dann im Privaten. Gut. Nagelotz. Nice, da ist es schon. Männlich, okay. Passt. Sehr, sehr gut. Gut. Aquaknarre müsste dieses Pokémon aushalten. Oh, ein Volltreffer. Beschwörung. Ist das gegnerische Team vor Volltreffern? Okay, alles klar. Die Attacke kam anscheinend ein wenig zu spät, wa? Gut. Ja, Superball haben wir, Fensterball, aber ich würde mal sagen, dass wir erstmal auf ganz entspannt einige Pokebälle einsetzen. Vielleicht reicht ja auch ein Pokeball aus. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht will ja Somniarm mit. Somniarm, willst du mit? Willst du mit? Auf einmal ist es das Somniarm, was wir gerade getroffen haben. Und es ist auch direkt im ersten Pokéball geblieben. Ein neuer Eintrag im Pokédex wird angelegt. Frisst es den Traum eines Menschen, vergisst der Träumer dessen Inhalt. Es schwebt stets durch die Luft. Möchtest du dem Somniarm einen Spitznamen geben? Ja. Ach, voll cool, ey. Ein weiteres neues Pokémon im Team. Das bedeutet mehr Training im Privaten. Ja, mal gucken. Vielleicht werden wir ja sehr viele Trainer treffen in den nächsten Parts.
dann kann ich ja wieder dieselbe Methode benutzen, die ich auch in den letzten LPs benutzt hatte, und zwar immer rein- und rauswechseln, die kennt ihr ja selbst. EP-Teiler wäre auch ziemlich nice. Okay, gut. Gibt es noch hier irgendetwas, was uns interessieren könnte? Ja, ich sag mal so, wie schon mal hier sind. Checken wir mal einmal die Lage hier ab. Ja, warum nicht, ne? Wir gucken uns einmal hier die Ecke an. Oh, da ist auch ein Item. Schutz, ja. Stimmt. Sowas wie Schutz sollte ich mir auch in der Zukunft kaufen. Da geht's wohl weiter, aber wir kommen da gerade nicht hin. Haben wir hier auf der Seite. War hier irgendwo noch ein Item? Ja, genau. Trank, ja, super, nett. Kann man immer gut gebrauchen. Ja gut, Leute, dann würde ich mal tatsächlich sagen, dass wir allmählich die Vivian besuchen gehen. Doch vorher gehen wir natürlich ins Pokémon Center. Bell, sagst du immer noch dasselbe? Anscha, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ja, achso, warte mal, kann man da vorbeilaufen? Nee. Ich dachte schon, das sieht so aus. Hier kommen wir nicht durch. Hier waren wir ja schon, ne? Von dieser Person haben wir... Warte mal, da ist auch ein Item. Da ist noch ein Item. Okay, von dieser Person haben wir Grillmark bekommen. Voll nett. Warte mal. Da ist ja ein weiteres Item, welches ich übersehen habe. Ach, ich hab mir gerade gedacht, was ist, wenn jetzt ein wildes Pokémon kommt? Kein Shiny? Kein Shiny. Was soll's? Krass, dieses Nagelotz ist auf dem 11. Level. Gut. Naja, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt gehabt, dass ich Nagelotz nur wegen den VM-Attacken im Team habe. Das bedeutet, Nagelotz werden wir überhaupt nicht in den Kämpfen einsetzen. Auch wenn wir ein wichtiges Pokémon kurz davor sind zu verlieren, dann ist das so. Also da wird Nagelotz nicht den Helden spielen und sich aufopfern oder sonstiges. Ja, ihr wisst ja, wie ich das meine. Okay. Runter. Jetzt gehen wir aber wirklich ins Pokémon Center. Oh, das war zu viel. Man sollte nicht zu lange im hohen Gras sein, wenn man da nicht sein möchte. Was mache ich da? Bin ein bisschen komisch gelaufen, aber okay. Bester Joy! Ach, ich finde das so geil, dass man oben links einmal sehen kann, wo man sich gerade befindet. Und dass das so eingeblendet wird, finde ich richtig schön. Yo, alles Gleichen. Müssen wir noch einkaufen vorher? Vielleicht wäre das nicht verkehrt, wo wir schon mal hier sind. Ein paar Tränke. Ich glaube, Pokebälle brauchen wir jetzt nicht. Wir haben 8 Pokebälle, einen Superball und einen Fensterball. Das müsste eigentlich ausreichen. Ja, du kannst helfen. Ich möchte gerne einkaufen. Tränke. Supertrank können wir jetzt auch kaufen. Ne, wir bleiben erstmal bei den Tränken. Ne? Nehmen wir mal erstmal 7 Stück mit. Gegengift, genau, wäre nicht verkehrt. Nehmen wir mal 5 Stück. Paraheile haben wir gerade gefunden gehabt, ne? Gut, dennoch kaufen wir uns davon... Ja, 2 reichen dann fürs Erste. Aufwecker nehme ich auch gleich nochmal mit. Falls irgendein gegnerisches Pokémon mich einschläfern möchte. Feuerheiler? Ja, wäre nicht schlecht, wäre nicht schlecht. Eisheiler, ich glaube, Eisheiler brauchen wir jetzt nicht. Fluchtseil? Cool, ich glaube, Fluchtseil werden wir uns kaufen. Fluchtseil werden wir uns kaufen. 2 wieder. Und wir kaufen uns jetzt noch 3-mal von dem Item Schutz. Ja. 3-mal das Item Schutz kaufen. Ja. Haut hin. So, am besten sollten wir jetzt nicht die ganze Kohle ausgeben, weil dann gehen wir... Ja, dann sind wir total bankrott in der Einal-Region. Gleich zu Beginn, ne? Gut, das war's. So, ab zu Vivian. Mal schauen, was die Vivian uns zu sagen hat. Hey, was geht? Beim letzten Mal hast du mich nicht durchgelassen. Vivian mag nicht unbedingt so aussehen, aber sie ist eine ganz hervorragende Wissenschaftlerin. Okay. Da ist sie ja. Hup, hup. Tada! Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze! Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du ab jetzt das CEGIR verwenden kannst. Mithilfe des CEGIRs kannst du per Infrarotverbindung, drahtloser Datenübertragung und so weiter kommunizieren. Also mit den Leuten in deiner Umgebung, ne? Nice.
Achtung, bitte schalten das CEG an Orten wie Flugzeugen oder Krankenhäusern, wo Drahtlosverbindungen verboten sind, stets aus. Alles klar. Boah, das sieht cool aus. Schau mal, das CEG ist jetzt aktiv und der entsprechende Bildschirm erschienen. Wenn du das Fragezeichen rechts unten berührst, kannst du die sämtliche Erklärungen zum CEG durchlesen. Also zum Thema Spielsynchro. Okay, jetzt wird's wichtig. Ich würde dir gern ein paar Dinge zu diesem System erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Kannst du dir noch etwas Zeit nehmen? Ja. Die Spielsynchro ermöglicht unter Verwendung des Traumdunstes den Zugriff auf die Erinnerungen schlafender Pokémon. Genau, so können wir Daten von Trainern aus aller Welt sammeln. Hup, hup. Aber das ist noch nicht alles. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen, geschickt wurden, träumen im Schlaf. Und wenn du so ein Pokémon dann wächst, wird sein Traum in der Kontaktebene, die im Zentrum der Einalregion liegt, Realität. Die Spielsynchro ist schon was Tolles, oder? Hat dies dein Interesse geweckt? Und der Ort, wo sich die schlafenden Pokémon befinden, nennt sich Pokémon Green World. Dafür müssen wir auf jeden Fall den Spielsynchro einmal aktivieren lassen oder beziehungsweise im CEG eingeben. Und ja, dann kann man halt in dieser Traumwelt an einigen Minispielen teilnehmen. Nur das, ich sag mal in Anführungszeichen, das Problem ist, dass die Pokémon Dream World am 14. Januar 2014 eingestellt wurde. Die Spielsynchro ist schon was Tolles, oder? Ja, genau. Die Spielsynchro müssen wir aktivieren. Genau, ich habe glaube ich aus Versehen den Spielsynchro aktivieren gesagt. Tut mir leid, mein Fehler. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schick auch du deine Daten. Alle Einzelheiten habe ich im PC dort hinten zusammengefasst. Also wirf doch mal einen Blick darauf. Ey, wer ist das denn? Oh, Trainer, vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön. Nur keine falsche Bescheidenheit. Oh, ist das ein DS? Adressbuch. Über die Nintendo Wi-Fi Connection kannst du mit allen im Adressbuch eingetragenen Freunden Pokémon-Kämpfe bestreiten und Pokémon tauschen. Wie das genau geht? Ganz einfach. Trage den Freundescode des Freundes, den du registrieren möchtest, entweder manuell in das Adressbuch, in deiner Basis-Items-Tasche ein oder registriere ihn über die Infrarotverbindung des CGs. Oh, ich bin ziemlich erleichtert, weil ich wollte diese ganzen Sachen eigentlich selbst erklären, aber die Vivian, die hat das viel besser gemacht und die Rubine hat uns auch gerade geholfen. Ja, da bin ich erleichtert. Ja, meine Erklärungskünste sind jetzt nicht die besten. Hast du Fragen? Oh, verdammt, jetzt habe ich einfach gedrückt. In der Kampfbox kannst du bis zu 6 Pokémon registrieren, die du häufig im Kampf einsetzt. Trägst du einen Kampf über die Infrarotverbindung aus, kannst du wählen, ob du mit dem Pokémon aus der Kampfbox antreten willst oder ob du deine aktuellen Team-Pokémon einsetzen willst. Ganz ehrlich, wir müssen uns jetzt aber mit Ultrasonne und Ultramond zufrieden geben. Aber die Wi-Fi-Battles in Ultrasonne und Ultramond sind auch ziemlich geil, ne? Muss ich mal so an der Stelle sagen. Okay, Leute, so sieht jetzt die Lage auf dem Touchscreen aus, wie bereits erwähnt. Spielsynchro muss auf dem CEG aktiviert werden. So kann man in die Pokémon Dream World kommen, aber wie bereits erwähnt, am 14. Januar 2014 wurde das eingestellt. Aber dennoch wollte ich das einmal erwähnt haben, weil das ja ein Teil dieses Spiels ist. So, was machen wir jetzt? Ja, dann würde ich mal sagen, ab auf die Route 3. Wir sind hier komplett fertig. Aber hier ist das eine Trainerin? Will sie kämpfen? Ich hätte kein Problem damit. Bleib mal stehen! Weißt du, was eine technische Maschine ist? Ein Gerät, mit dem du deinem Pokémon im Nu eine Attacke beibringen kannst. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Dankeschön für die Information. Hey, ist das ein Pikachu? Das sieht geil aus hier. Hey, das sieht ja richtig geil aus hier. Hey, schaut euch mal bitte dieses Symbol da an. Weiß nicht warum, aber ich muss gerade an Meltan denken. Ihr habt doch bestimmt schon von diesem Pokémon gehört, oder? Sieht das nicht ein bisschen so aus? Ach, ich glaube, Shio-Filme. Na, was soll's. Hey, Onkel. Oho, glitzert mir da etwa ein Arena-Orden entgegen? Das beweist, dass du einiges auf dem Kasten hast. Den kommenden Gefahren wirst du bestimmt trotzen. Warte mal, da ist doch jemand. Ah, da müssen wir wohl hinschwimmen. Oder auch nicht? Nee. Oder doch? Doch. Und was haben wir hier? Habe ich hier irgendetwas übersehen? Nee. Oh, da ist was.
Ah, hier waren wir noch gar nicht, Leute. Was haben wir hier? Oh, da ist ein Item. Superball. Gut. Spiegelbild. Ah, hier genau vor dem Spiegelbild. Wie, ich habe kein Spiegelbild? Doch, da. Anscheinend hätte uns dieser Onkel nicht durchgelassen, wenn wir den ersten Arena-Orden nicht in der Tasche hätten. Route 3. Boah, schön. Route 3, oh, interessant. Wollen die kämpfen? Wir werden mit vereinten Kräften alles geben, also pass gut auf. 1 plus 1 macht zusammen... Genau, 2! Oh, wie süß. Interessant. Der erste Doppelkampf, oder? Haben wir bis jetzt einen Doppelkampf gehabt? Oder kämpfen die einzeln? Nee. Nee, ich glaube, das ist der erste Doppelkampf jetzt in diesem LP, oder? Gut. Ich meine, das ist gerade mal der 6. Part. Habe ich jetzt schon was vergessen? Oh, Dennis muss raus. Dennis muss raus. Dennis muss definitiv raus. Dennis, Kumpel. Du bist noch nicht bereit. Ich könnte auch zu Ixi rüber, aber nicht. Stimmt, ich sollte mir mal Somniam gleich nach dem Kampf einmal anschauen, ne? Wir checken gleich erstmal das Wesen ab. Auch mal die Werte. Und wir gucken uns auch einmal an, was für Attacken Somniam überhaupt drauf hat. Kratzer. Ah, tut mir leid, Grillmark. Ey, was geht denn hier ab? Euler? Übertrieben. Naja, Zuschuss ist ziemlich interessant. Aquaknarre, let's go. Ja, über die Hälfte. Sehr gut, so soll es auch sein. So, einäschern. Ja, wir treffen beide Pokémon, das ist sehr gut. So, kein Problem, Felilu, jetzt wirst du abgekühlt. Boah. Hört doch auf, mich hier zu kratzen. Sehr schön. Gut gemacht, Otaro. So, das erste Felilu haben wir down gekriegt. Oh, Dennis hat 98 Erfahrungspunkte bekommen und dazu einen Level Up. Oh, Schnüffler. Level 6? Yo, Dennis, was geht? Sehr gut. Okay. Malte ist schneller als Otaro. Deswegen gibt es erstmal die Einäschern-Attacke und danach kommt Aquaknarre. Doch vorher attackiert Felilu Malte. Bye bye. Sehr gut. Jo, alles klar. Sehr gut. Dennis hat schon wieder Erfahrungspunkte bekommen. Richtig geil. Eva und Ute. Ah, los, streng dich noch mehr an, mein kleines Pokémon. Oh nein, meinem Pokémon geht anscheinend die Puste aus. Kein Problem. Der Kampf war dennoch interessant, die zwei. So, haben wir da auch noch Trainer? Was haben wir denn hier? Oh, da ist ein Item. Tipps für Trainer. Nochmal. Tipps für Trainer. Das Pokémon links oben in deiner Pokémon-Liste ist besonders wichtig, denn dies ist das Pokémon, welches im Pokémon-Kampf als erstes antritt. Was haben wir denn hier, bitteschön? Oh, ich glaube, ich hätte nicht hier hingehen sollen. Kancha, warte! Was denn los? Lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Trio-Ordens stärker ist. Des Trio-Ordens, okay. Das kam mir jetzt überraschend. Eigentlich wollte ich hier sagen, wir gucken uns nochmal hier die Ecken an. Und ich wollte eigentlich sehr gerne hier abspeichern. Im nächsten Part wollte ich erst ein Pokémon dort im hohen Gras fangen. Aber okay. Alles klar, dann müssen wir das jetzt so machen. Das ist jetzt nicht so schön für mich. Okay, dann muss ich jetzt erstmal rüber zu Grillmark. Ich hoffe, Serpifeu wird eine Pflanzenattacke einsetzen. Das wäre ziemlich gut. Wachstum, ätzend. Ätzend. Weiß nicht warum, aber ich... Soll ich erstmal ein Äschern einsetzen oder soll ich jetzt schon einen Trank benutzen? Weil ich habe Angst, dass Serpifeu vielleicht eine normale Attacke einsetzt. Ich würde mal sagen, dass ich erstmal dem Grillmark einen Trank gebe. Ich will Serpifeu abchecken. Wehe, es setzt noch einmal Wachstum ein. Ey, dann wird's richtig böse für mich.
Dann wird's wirklich böse. Es setzt nochmal Wachstum ein. Hör doch auf. Das kann's nicht sein. Das war voll unnötig, dass ich dann einen Trank eingesetzt habe. Okay, wir sind schneller. Naja, Grillmark hat das Wesen scheu. Das hat nicht mal gereicht. Oh, sehr schön. Die Sinnelbeere haben wir verbrannt. Es setzt nochmal Wachstum ein. Übertreib doch nicht die Lage, Cheren. Übertreib doch nicht die Lage. Pah, deine Attacken sitzen nach wie vor. Ja, ich brauche aber einen Volltreffer. Dann kann ich auch pah sagen. Aber mal gucken. Ey, Silberblick ätzend, Mann. Jetzt wird's wirklich übertrieben. Wenn Serpivore jetzt einen Trank bekommt, dann würde ich mich nicht wundern, wenn ich im schlimmsten Fall, ja, Grillmark gleich verlieren werde. Oh, sehr gut, es bekommt keinen Trank. Sehr gut. Sehr gut. Pelilu? Doch, da gehe ich rüber zu Otaro. Ich denke, zweimal würde Aquaknarre ausreichen. Wobei, okay, das Felilo ist bestimmt nicht auf dem 10. oder 11. Level, oder? Doch. Mal abchecken. Auf dem 12. Level, okay. Heuler, Mann, übertreib doch nicht. Otaro hat sowieso schon 5 Kraftpunkte verloren. Und wenn der... Achso, ich habe das eben gerade mit Silberblick verwechselt. Okay, dann juckt mich das eigentlich jetzt nicht. Ich kann tatsächlich weitermachen mit Aquaknarre. Ja, wie oft wird mich jetzt Felilo treffen? 3-mal? Das geht aber richtig schnell. 4-mal? 5-mal? Ja, übertreib, ey. Irgendwann ist auch gut. Ja, ein Volltreffer. Ich habe schon gerade überlegt, ob ich Otaro einen Trank geben muss. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wieso nur? Dabei haben wir doch gleich viele Orden. Naja, das hat so seine Gründe, Cheren. Verstehe, so kämpfst du also. Aus dem Weg, weg da! Wer ist das jetzt? Team Plasma? Was haben die denn angestellt? Was war das denn jetzt? Hoppla, Bell! Warum rennst du denn so? Sag mal, wo sind denn diese Typen eben hingelaufen? Die sind dort lang, aber... Nun sag schon, warum seid ihr so in Eile? Oh, schon weg. Die haben sich aber schnell verkrümelt. Und was wird nun? Was wird nun aus meinem Pokémon? Nun mach dir doch keine Sorgen. Alles wird gut. Also weine bitte nicht. Sag schon, Bell. Warum seid ihr eben so gelaufen? Dann halt dich mal gut fest. Diese Typen von eben haben dem Mädchen hier sein Pokémon weggenommen. Müsste da nicht ihr stehen? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Na los, Kanscha, wir holen das Pokémon zurück. Bell, du bleibst hier bei dem Mädchen. Alles Gleichen, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen unbedingt das Pokémon, welches gerade von dem Mädchen gestohlen wurde, zurückholen. Doch vorher werden wir abspeichern. Und im nächsten Part geht's dann von hier aus weiter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.